Freitags ist ja bei uns Biokistentag. Ich habe gerade meine Biokiste bzw. zwei Biokisten bekommen. Diesmal ist es wieder eine größere Lieferung und ich wollte euch mal wieder zeigen, was in meiner Biokiste im August enthalten sind. Es sind natürlich auch wieder viele regionale Lebensmittel dabei. Ich werde aber die Biokiste schon vorher auspacken, damit das Video nicht so lang wird und dann gehe ich mit der Kamera über die gelieferten Lebensmittel. Hier seht ihr regionale Vielfalt aus meiner Biokiste. Bis auf zwei Lebensmittel wachsen alle Lebensmittel, die ihr hier seht, in meiner Region bzw. in Deutschland. Und ihr seht, der Grünanteil ist sehr hoch. Und ich werde euch jetzt genau zeigen, welche Lebensmittel ich bestellt habe und vor allem auch sagen, wie ich diese Lebensmittel zubereite. Ich beginne erstmal mit den beiden Lebensmitteln, die nicht in Deutschland angebaut werden. Das sind Zitronen und Süßkartoffeln. Wenn ich mich recht erinnere, kommen sie aus Spanien. Wie verwende ich diese beiden Lebensmittel? Die Zitronen entsafte ich. Ich entsafte in letzter Zeit kaum Obst, meistens Gemüse oder grünes Blattgemüse. Und wenn, dann ist immer mal eine halbe bis eine Zitrone dabei, manchmal auch eine Limette. Die Süßkartoffeln können roh oder gebacken oder gedämpft gegessen werden. Ich habe die Süßkartoffeln für meinen Sohn Simon bestellt. Entweder gibt es sie roh in Scheiben oder gebacken in Scheiben. Hier haben wir zwei Mini-Wassermelonen, nicht aus Spanien, sondern aus Deutschland. Die essen wir immer mono, also einfach die Melonen aufschneiden und so löffeln, am besten immer ohne vorher etwas anderes gegessen zu haben. Gleich auf nüchternen Magen. Beste Mahlzeit und auch sehr durstlöschend. Dann geht es weiter mit einem grünen Blattgemüse, das ist Mangold. Das entsafte ich mir meistens mit Gurke oder auch mal mit Sellerie, aber meistens mit Gurke. Also so einfach wie möglich werde ich dieses grüne Blattgemüse zubereiten. Ihr seht, das ist keine Plastiktüte, das ist eine aus einem pflanzlichen Rohstoff. Weiter geht es mit Möhren. Ein Bund frische Möhren. Man kann übrigens nicht nur das Wurzelgemüse essen, also die Möhren, sondern auch dieses Grün, vor allem wenn es noch relativ frisch ist. Kann man zum Beispiel entsaften mit den Möhren zusammen oder mit Gurke oder man gibt etwas von dem Grün in einen grünen Smoothie. Also es ist mehr Grün verwendbar, mehr als wir denken. Dann haben wir hier einen schönen Brokkoli. Auch diese grünen Blättchen können mitgegessen werden. Den Brokkoli werde ich für meinen Sohn dämpfen. Dann haben wir hier auch regionale Paprika, eine Gemüsefrucht, kann man wunderbar roh essen. Also wir essen sie roh. Man kann Paprika natürlich auch für eine Gemüsepfanne anbraten oder auch dämpfen. Aber wir, wie gesagt, essen Paprika am liebsten roh. Dann haben wir hier drei Bund Sellerie, Stangsellerie. Den entsafte ich entweder als Monosaft oder ein bisschen verdünnen, weil es ja doch sehr stark ist oder der Saft sehr stark wirkt, dann oft auch mit Gurke. Dann haben wir hier noch einen Kohlrabi. Auch dieses Grün ist essbar. Dieses Grün, wenn es noch recht frisch ist, kann mit entsaftet werden oder mit in einen grünen Smoothie gegeben werden. Dann haben wir hier Birnen. Die essen wir auch roh. Also ich entsafte Birnen ganz selten. Was ich aber gern mag, ist richtig reife Birnen mit Brennnesseln zu einem Smoothie mixen. Da müssen die aber hier noch ein bisschen reifen, die sind noch relativ hart. Dann haben wir hier regionale Champignons, die hat sich mein Jüngster gewünscht. Die ist der roh oder auch gebraten mit ganz wenig Kokosöl und etwas Salz. Dann haben wir hier regionale bunte Tomaten, die essen wir auch einfach roh. Hier gibt es Zucchini, die mag ich roh nicht so gerne. Die werde ich tatsächlich dämpfen, entweder für meinen Sohn Simon oder eventuell esse ich auch ein bisschen gedämpfte Zucchini, aber dann mit ganz viel Salat. Dann gibt es hier noch drei kleine Vespergurken, die kann man auch ganz gut roh snacken. Hier gibt es schöne Eisbergsalate, richtig große Eisbergsalate im Supermarkt. Da fehlen die grünen Außenblätter, da ist der Eisbergsalat, ja mal recht farblos, so blassgrün bis weiß. Und ich liebe einfach die regionale Eisberg-Variante mit den schönen vielen grünen Außenblättern. Dann haben wir noch grüne Bohnen mit Bohnenkraut. Die dämpfe ich für meinen Sohn
Simon. Hier noch ein bisschen Kräuter, zweimal Petersilie und zweimal Koriander. Die entsafte ich meistens, wie schon erwähnt. Gurke mit Koriander oder Gurke mit Petersilie, finde ich, das ist ein sehr, sehr schmackhafter grüner Saft. Zum Schluss haben wir hinten auch noch einen grünen Salat. Eigentlich ist er gar nicht grün. Die meisten von euch kennen diesen Salat eher violett oder lila-weiß. Das ist nämlich ein Radicchio-Salat. Und ihr seht, auch er hat schöne grüne Außenblätter. Und wenn ich den Radicchio-Salat über meine Biokiste bestelle, dann bekomme ich das Grün immer mitgeliefert. So, das war jetzt hier meine Biokiste. Ich freue mich immer über diese tolle regionale Vielfalt und vor allem auch über den großen Grünanteil von regionalen Lebensmitteln. Wer mehr über grüne Lebensmittel wissen möchte, wie man sie zubereitet und warum sie so wichtig für uns sind, dem empfehle ich mein neues E-Book Gesund Grün Essen. Da geht es um alle grünen Lebensmittel, die für uns wichtig sind. Kulturgrün ist dabei, Gartenkräuter sind dabei, Mikroalgen wie Chlorella und Spirulina, dann grüne Gräser, Grünkraut und natürlich ein großer Wildkräuteranteil. Und ihr erfahrt in diesem Buch, wie man sich das ganze Jahr über grün und wertvoll ernähren kann. Den Link zu meinem E-Book findet ihr unten in der Infobox. Was viele auch immer wieder interessiert, wie viel kostet denn so eine regionale Biokiste? Ich habe hier den Lieferschein. Ihr seht, Gesamtsumme 66,14 €. Ihr habt hier nochmal alle Lebensmittel aufgelistet mit der Menge und dann dem tatsächlichen Preis. Zum Beispiel Kohlrabi 99 Cent, der Brokkoli hat 2,08 € gekostet, die Buntmöhren 2,10 €, Mangold 1,96 €, die Bohnen 3 €. Die Mini-Wassermelonen für die zwei habe ich 6,69 € bezahlt. Ich glaube, irgendwo ist auch der Eisbecksalat hier für die zwei Stück 3,60 €. Genauso habt ihr mal hier die Preise. Für die drei Blumenkohle 4,10 € ist natürlich ein guter Preis, weil die doch auch im Bioladen recht preisintensiv sind. Ich werde jetzt das Gemüse schön lagern, also das Grün, vor allem die Salate, den Sellerie, auch den Brokkoli, Mangold, die kommen in den Kühlschrank, auch die Gartenkräuter, Koriander und Petersilie. Was ich draußen lagere, auf alle Fälle sind hier Süßkartoffeln, das sind die Zitronen, die Gurken, das sind zum Teil noch die Wassermelonen, obwohl ich die manchmal dann auch vor dem Verzehr 1, 2 Stunden in den Kühlschrank lege, damit sie schön gekühlt sind. Die Tomaten lasse ich auch draußen, also Tomaten und Gurken, auch Paprika verlieren ihr Aroma, wenn sie gekühlt werden. Die Bohnen werde ich auch noch in den Kühlschrank packen, weil Simon jetzt 3 Tage nicht da ist. Der kann dann erst am Sonntagabend die Bohnen essen. Genau, ich werde mich jetzt ein bisschen hier um meine Frischkost kümmern und euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald.